Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Maya von Stempel Hexi Wexi und heute habe ich ein Auspackvideo für euch. Und zwar geht es darum, dass der neue Mini-Katalog ab dem 5. Januar gültig ist und geht bis Juni 2021. Und natürlich fängt auch die Celebration jetzt an, ab 5. Januar bis 28. Februar nur. Celebration geht diesmal nur 2 Monate. Und da wir Demonstratoren ja immer einen Monat vor euch bestellen dürfen, damit wir euch ja vorher schon die Produkte ein bisschen zeigen können, dürfen wir natürlich uns immer eine Vororder holen. Und diese Vororder ist schon eine Weile hier. Bin bloß noch nicht dazu gekommen, euch ein Video zu zeigen. Und heute zeige ich euch, was ich alles so als Vororder mir bestellt habe. Viele, viele schöne Produkte sind da wieder drin. Es ist natürlich auch wieder eine super tolle Sache, jetzt in der Celebration einzusteigen. Wenn ihr Informationen haben möchtet, meldet euch bei mir gerne. Wenn ihr noch keinen Katalog haben solltet, dürft ihr mir gerne eine E-Mail schicken an stempelhexiwexi68@web.de. Gott, ja. Wie gesagt, und dann schicke ich euch kostenlos beide Kataloge zu und dann könnt ihr stöbern und gerne auch bei mir bestellen, wenn ihr noch keine Demonstratoren habt. Also keine Demonstratoren habt. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Jetzt haben wir genug gequatscht. Jetzt geht's los. Und da fange ich auch gleich mit der ersten Produktreihe an. Tada! Und zwar heißt die, Moment, ich muss gucken. Ich kenne die Namen noch nicht alle auswendig. Ja, und zwar heißt diese Serie Für immer im Herzen. Da sind viele, viele Papiere bei, aber ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Kleinkram an. Als erstes habt ihr dort wieder ein richtig schickes Rosa mit Gold, also Glitzerband wieder mit drin. Und zwar ist das Kirschblüte. Konnte ich hier gut ablesen. Also einmal habt ihr ein schönes Band Kirschblüte bei. Dann habt ihr hier ein kleines Schälchen bei. Mit ganz süßen kleinen Herzchen. Wenn ich das aufkriege. Ja. Schaut mal. Die könnt ihr überall mit alle Geschenke. Bei Valentinstag, je nachdem, könnt ihr dann... Hab da so kleine Anhängerchen. Die sind auch ganz dünn. Die sind ganz dünn, die sind nicht dick. Also, ja. So, die sind auch dabei. Dann haben wir hier schwarze Perlen. Richtig schicke Akzente. Dazu gibt es ein tolles Stempelset. Da haben wir so tolle Sprüche zum Hochzeitstag, Gutschein für Zeit zu zweit. Ich glaube, da muss man auch vieles noch nachholen nach diesem Jahr. Du bist mein Happy End, ach Gott. Mit dir ist jeder Tag ein Geschenk. Du wohnst in meinem Herzen. Und zum Tag der Liebe natürlich ein tolles Herz. Ein paar Blümchen und Blätter. Und das Stempelset ist Klarsicht. Könnt ihr also wunderbar stempeln. Und dazu gibt es natürlich auch Stanzformel. Wenn ich die wieder aufkriege. Ah, das ist verkürzt jetzt hier. So, dann schauen wir uns mal die Stanzform an. Wow, oder? Schaut euch mal das Herz an mit dieser Umrandung, mit viele, viele Blätter. Hier habt ihr auch nochmal Blätter. Also könnt ihr alles schön, auch die Blumen, alles schön einzeln ausstanzen. Passend zu dem Stempelset natürlich, logischerweise. Aber wenn ihr dieses Herz habt und dann stanzt ihr das aus, das sieht doch bestimmt irre aus. Naja, ich mache ja demnächst mal wieder die Videos und dann seht ihr das.
So, dazu gibt es Papiere ohne Ende. Und zwar ist das Papier, heißt hier für immer im Herzen logischerweise. Ja, aber die alle haben noch ein Alala. Das zeige ich euch mal. Ich habe mir das alles hier auch noch nicht angeguckt, ja. Also deshalb ist auch für mich Premiere. Oh, schaut euch das mal an, seht ihr das? Das schimmert auch, das hat so einen Schimmer mit drin. Das habt ihr hier praktisch in Kirschblüte. Dreimal, viermal. Ich glaube, das ist Kirschblüte. Warte mal, ich guck gleich mal nach, welche Farben das hier sind. Kirschblüte, Rokoko, Rosa und Saharasand. Dann ist das hier Rokoko Rosa, aber seht ihr den Schimmer dabei? Ist ja der Wahnsinn, oder? Also richtig schickes, edles Papier. Und dann habt ihr das doch in Saharasand. So ein bisschen neutraler, aber sehr, sehr schick. Und das schimmert natürlich auch, ne? Seht ihr das? Ich weiß nicht, ja, hier, da schimmert das. Ja, in drei verschiedenen Farben habt ihr also 12 Bögen, von jeder Farbe 4 Stück. Gefällt mir richtig gut. Klar, muss mir ja gefallen, sonst hätte ich es mir ja nicht bestellt. So, jetzt kommt eine Serie Schwarz-Weiß. Und das finde ich, also ich bin normalerweise nicht der Mensch, der schwarz-weißes Papier kauft. Aber in letzter Zeit hat Steppel-Up öfters mal so eine Papiere. Und so langsam finde ich echt Geschmack an diesem Papier, ja. Also ich glaube, man muss damit öfters irgendwie was machen. Dann gefällt es einem auch. Weil diese Sachen kann man ja noch wunderbar kolorieren. Das ist ja das Schöne. Da kannst du ja selber Farbe reinbringen, wie du möchtest. Also hier, wie gesagt, hier habt ihr die tollen Blüten. Das Papier heißt, Entschuldigung, wahre Liebe. Designerpapier, wahre Liebe. Habt ihr hier schwarz-weiß? Ich hoffe, ihr erkennt was. Hier habt ihr diese Linien. Dann habt ihr hier so ein bisschen Ex. Ja, aber hier habt ihr vereinzelt die Rosendrille. Also, die könnt ihr auch sehr, sehr schön. Ich könnte mir das auch vorstellen mit der Rolle und mit Farbe. Oh, bestimmt irre. Also, hier habt ihr eine Pünktchen drauf. Hier habt ihr auch tolle, die könnt ihr auch so super ausschneiden und dann einfach nur auf eine Karte kleben und vorher eine Farbe, also kolorieren mit den Stamping Blends oder mit den Markern, also richtig, oder sogar mit unseren Aquarellbuntstiften, also sieht bestimmt irre aus. Also ich denke mal hier, wir haben hier, guckt mal, hier habt ihr das schwarze Papier, ich weiß nicht, habt ihr das vorher gesehen? Ja, ist irgendwie nicht so einfach heute vor der Kamera. Habt ihr das hier gesehen gehabt? Da habt ihr auch schwarz immer ein Muster. Hier hat man die Pünktchen. Wartet. Hier hat man ja die Linien. Und hier vorne haben wir die Blümchen. Und hier haben wir auch wieder tolle Blumen. Und hinten haben wir dieses Muster. Also auf der Rückseite habt ihr dann einfach nur keine Blümchen, sondern einfach nur ein Muster. Ihr habt auch richtig schön, wenn man das koloriert, irre. Sieht bestimmt cool aus. Und da habt ihr hinten schwarz gepunktet. Oder so rautartig. Sieht schicki aus. Doch, mittlerweile, man muss sich ab und zu mal rantrauen. So, dann gibt es noch ein Papier für diese Serie. Und das ist für immer im Herzen, heißt das. Was haben wir hier? Ah, das sind die Folien, glaube ich. Ja, das sind die Folien. Also hier ist erstmal abgedeckt mit Weiß. Oh, nee, doch nicht, seht ihr? Hier schaut, oh, das schimmert hier. Oh Gott, könnt ihr das überhaupt erkennen? Ich weiß gar nicht, was ich euch hier zeige. Huch, hier seht ihr mich ja. Ja. So, einmal die Farbe. Ich würde auch sagen, das ist wieder Kirschblüte. Rokoko, rosa, holla die Waldfee. Ja, huch, huhu. Ja, da habt ihr wieder, das ist so Rokoko rosa. Und hier habt ihr Savanne, also dezenter. Huhu. Ja, wie gesagt, also schönes, schönes Papier, also kann man nicht anders sagen. So, das war die erste Serie.
packe ich mal beiseite. Dann kommen wir mal zu einem einzelnen Stempelset und das heißt liebevolle Gedanken. Und da habt ihr so eine Sprüche wie die besten Wünsche für dein neues Lebensjahr, bleib wie du bist, denn du bist einfach wunderbar. Zum Geburtstag ein Dankeschön, weil du so oft mit kleinen Dingen für große Freude sorgst. Herzlichen Glückwunsch, ein kleiner Kartengruß oder mit ein paar liebevollen Gedanken. Und ich finde, dieses Set, bin ich der Meinung, das braucht man, weil zum Geburtstag hat man viel öfters ein Dankeschön oder ein kleiner Kartengruß. Sowas sagt man öfters im Jahr. Und das, ich denke mal, das ist ein kleines Must-Have. Also würde ich jetzt sagen, liebevolle Gedanken heißt es. So, dann kommen wir zu perfekte Pinselstriche. Da habt ihr so Sprüche drauf wie Einladung, Willkommensgruß, du bringst, ach so, sorry, dass ich unterbreche, aber ich wollte euch eigentlich noch zeigen, was das für Stempel sind. Ach, das sind Gummistempel dann. Also dieses liebevolle Gedanken sind Gummistempel. Ja, ihr müsst ja wissen, was ihr hier kauft, ne? Also, wenn euch das gefällt. So, hier haben wir nochmal Einladung, Willkommensgruß, du bringst Farbe in mein Leben. Für eine liebe Freundin, finde ich auch immer sehr gut, zum Geburtstag. Und dann habt ihr hier natürlich wieder wunderschöne Rose, noch eine kleine Knospe und Blätter. Und hier habt ihr diese Pinselstriche. Und hier habt ihr nochmal so dicke wie Steine, also so fleckenartig. Machen wir das mal auf. Ach, und das habt ihr auch in Gummi. Gummistempel praktisch dann. Ich finde die Rose ja irre. Ja, also. Ja, diesen Katalog, sagen viele, dass er ein wenig blumenlastig ist. Aber gut, ist Geschmackssache, würde ich jetzt mal sagen. Jemand, der drauf steht, also ich find ihn super, den Katalog. So, dazu gibt es natürlich auch Stanzform. Und da könnt ihr dann praktisch diese Pinselstriche auch ausstanzen. Und die Rosenblätter, die Rosen. Da habt ihr auch die Blätter. Hier habt ihr nochmal als ganze Rose. Hier könnte ich mir vorstellen, dass so Teile ausgestanzt werden. Und hier ist als ganze. Aber diese Pinselstriche, das als Hintergrund, sieht bestimmt irre aus. Aber das werdet ihr sehen, weil ich mache ja die ganzen Videos. Auch die anderen Demonstratoren machen ja so viele Videos. Wildroses. Wild Roses heißt es. Entschuldigung, das ist Englisch. Und da haben wir ganze Blütenstempel. Schaut euch das an. Ein ganzer Stempel voller Blumen. Und ich bin ja voll der Blumenfreak geworden. Also ich finde ja Blumen sowieso. Blumen gehen immer. Auf jeder Karte. Also, und das als Hintergrund oder nur mal als Stück so, man stempelt die ganze und dann kann man den auch so schräg schneiden, das Papier, oder man koloriert dieses Stempel gleich in verschiedenen Farben. Also man hat hier schon tolle Möglichkeiten, würde ich sagen. Dann haben wir noch ein Blumenset und zwar Blumen voller Freude. Das finde ich schon wieder, das sieht schon wieder so ein bisschen wie Aquarell aus, oder? Also sieht irre aus. Sowas gefällt mir richtig gut. Zum Geburtstag viel kleine per Post, welche eine Grundzimmer. Also zum Geburtstag viel Freude. Kleine. Nee, per Post. Per Post war. Oder welch eine Freude. Grund zur Freude. Und dann kann man einfach nur per Post kleine Freude kann man auch machen, genau. Man kann ihn zusammensetzen. Freude und diese Schrift schon alleine, ja. So, der ist natürlich ein Klarstempel, Klarsichtstempel. Ich finde die so irre, die Blumen auch herrlich. Dazu kann man die natürlich wieder ausstanzen. Dann gibt es wieder Stanzform.
Da sage mal. Oh, schaut mal. Aber schöne Blätter, die Blüten, die kann man als Ganzes. Dann habt ihr das nochmal als Einzel, dass er nur die mit Blätter hier trifft, ja. Also nicht schlecht. Viele, viele Stanzteile. Ja, hier viel Blütenmitte. Hier habt ihr kleine Blätter, hier habt ihr Kleinblüten. Also könnt ihr den ganzen Strauch mit basteln. Kreieren, nicht basteln, kreieren. Sehr, sehr schön. Dann habe ich mir eine Stanzform bloß gekauft. Und zwar, weil die Texte waren alle in Englisch. Da ist ja nicht so mein Fall ist. Habe ich mir das einfach so bestellt. Schaut mal. Da habt ihr eine Stanzform. Das ist eine einzige Stanzform. Und diese Stanzform könnt ihr ausstanzen in einem Mal durch. Und zwar durch die große Big Box, wollte ich gerade sagen, durch die Big Shot. Und dann habt ihr alles diese kleinen Labels, ja, wo ihr dann Sprüche raufstempeln könnt oder reinstempeln könnt. Und ich sag mal, wir haben so viele Stempel, ich denke mal, da werden sich doch Sprüche wohl finden, dass wir uns die da raufstempeln können. Aber die als Schablone fand ich das irre, weil hat man gleich viele, 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 viele davon. Und die wollte ich auch noch unbedingt haben. So, das war das eine. Dann geht's weiter. Und zwar, oh, jetzt kommen wir auch schon wieder zu Blumen. Blumen verziert. Das haben wir hier auch als Klarsichtstempel. Und da haben wir auch ein großes Dankeschön. Du bist herzlich eingeladen zum Geburtstag. Ein bunter Blumenstrauß. Willkommen. Schön, dass du da bist. Und dann viele verschiedene Blumen. Was ich ja wieder hier toll finde, ist, dass man die vielleicht auch so als 3D machen könnte. Dass man die so ein bisschen übereinander setzen kann. Und dann, dass die so ein bisschen erhaben sind. Man muss sie ja nicht alle einzeln, man kann sie ja dadurch, dass wir Standschablonen wieder haben, kann man die bestimmt auch ein bisschen übereinander machen. Also stapeln sozusagen. Und das finde ich ja wieder so richtig toll. Man muss ja nicht mal nur einzeln haben, dann kann man die ja ein bisschen stapeln und dann so als 3D-mäßig machen. Und das finde ich ja wieder klasse. Und schaut euch mal die Stanzform an. Wie groß die sind. Oh. Hier eine riesen Schleife. Schicke Blätter dazu. Nicht zu klein, nicht zu groß. Also eine irre aus Blümchen. Geprägt, würde ich sagen. Die werden geprägt hier. Also irre. Wahnsinn. Also die werden ausgestanzt und auch gleich geprägt. Also Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Ja, da bin ich ja gespannt, wenn ich damit was mache. Versuche ich doch glatt mal so eine 3D-Blume. Dass man so ein paar Blüten übereinander setzen kann. So, das war das Extra-Set. Dann habe ich mal wieder eine Serie. Und zwar, jetzt kommen wir zum Eis. Eyesight. Genau, davon habt ihr bestimmt auch schon gehört und gesehen. Da gibt es ein Brombeermus-Band. Ja, ein Brombeer. Wie da das? Ja. Dazu gibt es natürlich diese Krümel, die aufs Eis gehören. Würde ich jetzt. Ja, total schick. Deko-Streusel, Eisdiele, jawohl. Genau so. Wenn ich die jetzt aufmache, fallen die mir alle raus.
Schaut man richtig tolle Farben, oder? Also ich finde die Mischung ja wieder in Flieder, Bermuda, Calypso, glaube ich. Mal gucken, was wir hier für Farben drauf haben. Bermuda, Brombeermus, Hummelgelb, Zimtbraun, Olivgrün. Das ist kein Zimtbraun, weil aber Hummelgelb wird es sein. Flieder ist hierbei. Genau, Bermuda und dann ist das Ziegelrot. Ziegelrot, okay. Sehr schön. Dazu gibt es eine Stanze. Da kriegt ihr bestimmt auch, es gibt bestimmt wieder auch ein Papier, eine Handstanze. Finde ich ja schon wieder völlig süß, ja. Also. So, dazu haben wir dann das Stempelset. Einen schönen Geburtstag. Du bist einfach cool. Zeit für eine Eiszeit. Ach, da weiß ich schon, mit wem ich dann wieder Eis essen gehe. Vielen Dank. Etwas Süßes hilft immer. Versüßt dir jeden Moment. Und Eisgutschein. Also richtig süß. Klarlichtstempel. Sehr schön. Dann kann man auch so mit Eis am Stiel, dann die Krümel da drauf, also Eisdeko oder Deko-Streusel sitzt ja. So, dann haben wir noch das Papier. Ihr seht, ich habe es auch neulich gesehen. Und das Papier heißt auch Designerpapier Eisdiele. So, da blätter ich mal durch. Ich hoffe, ihr seht alles. Da habt ihr das auf Zimtbraun, die Rückseite. Ihr habt da praktisch ein Brombeermus, Flieder, so die Flecke. Also könnt ja auch Eis sein, ne? Kann man ja ausschneiden. Hier habt ihr Brombeermus. War schon nicht schlecht. Ihr habt da richtig schöne leckere Eissorten. Süß. Ihr habt da dezentes Papier in Streifen. Nochmal Streifen. Ihr habt da jetzt die grünen Flecke. Mit grünen Punkten die Rückseite. Ja. Hier habt ihr das auch so ein bisschen. Oh, guck mal, die Eissorten. Oh, wie früher vom Eiswagen, dass man diese Softeis holen kann am Eiswagen. Ja, die gab es früher. Heute gibt es die auch nicht mehr. Die Eiswagen, die dann immer kam um 18 Uhr. Ihr habt da die Streusel drauf auf dem Papier. Ja, ach ja. Und hier habt ihr auch nochmal die Streusel. Sehr schönes Papier dazu. Gefällt mir richtig gut, die Serie. Da habe ich auch schon ein paar Ideen. So, dann kommt das nächste. Jetzt kommt noch was Süßes. Die Schnecke. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen, oder? Bei den anderen Demonstratoren. Die ist so süß, die Serie, finde ich. Da habt ihr hier so eine kleine Herzchen in Weiß und in Rot. Ja, Herzform, Ornamente, genau. Dann haben wir hier so eine Bänder in Kirschblüte. Kirschblüte und Weiß, also Flüsterweiß. Dazu haben wir das Stempelset. Schneckenpost. Und ich finde die einfach nur Zucker, Zucker, süß. Post für dich, Glück per Post, zu spät, aber mit Liebe. Also, hallo, hier habt ihr so einen Pilz, hier habt ihr die Augen von dieser Schnecke schon allein. Also, süß, wirklich. Also, ich finde dieses Zucker süß. Und das sind Gummistempel. Also, richtig. Und dann habt ihr hier auch so. Also wie eine Briefmarke, also richtig süß. Ihr habt da eine Sprechblase, wo ihr dann das Hallo reinstempeln könnt. Ich finde das völlig süß. Und ein Herzchen. Dazu gibt es natürlich auch Stanzform wieder.
Ach, guck mal, da habt ihr hier riesengroß Rahm. Ich habe da die Steck, die Sprechblase. Ihr habt da die Pilze. Ach Gott, süß. Ihr habt da sogar Briefumschlag, könnt ihr fabrizieren, klein. Also richtig süß. Ja, richtig süß. Und die Serie, die wird der Renner werden, glaube ich. Die Serie wird der Renner werden. So, jetzt geht's los mit dem Papier. Und ich glaube, so wie das aussieht, könntet ihr die sogar mit den Stanzen ausstanzen, hier auf dem Papier, dass manche Stanzen sogar passen. Hier habt ihr schön dezent so gewellt. Ja, hier habt ihr die Steckschürze. Ach, die ist auch süß. Die Farben auch schon alleine, ja? Richtig toll. Die Rückseiten auch immer sehr dezent gehalten, finde ich. Richtig toll. Hier die Pilze, ist doch der Wahnsinn. Irre, die kann man schön ausschneiden. Also bräuchte da gar keine Stanzform. Also, huch, hier voll süß mit Bart und so. Also süß. Ich finde die. Dazwischen durch die Briefe überall. Herrlich. Hier habt ihr die Bermuda-Blau und dann weiße Linien, so geschwungen überall. Hier habt ihr nur die Briefe, oder Brief, also Post. Und habt ihr hier auch, guckt mal, da fliegt der Flieger. Hier fliegt der Flieger, seht ihr das da, die Kleinen. Da fliegen, was wir früher in der Schule gebastelt haben. Ja, und hier habt ihr die Briefmarken drauf. Also richtig dezent die Rückseite. Und hier habt ihr noch mal Pilze drauf. Auch süß, also ganz klein gehalten. Und hier die Seite, das ist ja der Burler, oder? In allen verschiedenen Sprachen habt ihr überall Hallo, Bonjour, Hello. Ja, in drei Sprachen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, hello, bonjour, hallo, ja. Also finde ich sehr, sehr süß. Mit der natürlich auch noch mal. Da habt ihr hier noch kleine Herzchen mit drin. Also sehr schön. Auch farbmäßig gefällt mir das richtig, richtig gut. So, was habe ich denn noch? Ach ja, hier habe ich ja noch eine Variante. So, hier habe ich noch ein Produkt, eine Produktreihe. Da haben wir ein goldenes Band, ein goldenes Glitzerband. Dazu haben wir Deko-Metallplättchen. Dazu gibt es Heißklebepulver. Ja, Heißklebepulver. Das heißt, glaube ich, das erhitze und da könnt ihr diese. Ich mache die Dose jetzt nicht aus, sonst habe ich da ja überall was. Und dann könnt ihr, glaube ich, diese Goldflocken, glaube ich, sind das eher, ne? Ja, hier stehen Metallplättchen, aber so wie die aussehen, schon wie Flocken. Draufkleben und noch verzieren eure Blumen. Also, dass die nochmal so schimmern. Also richtig toll. Dazu habt ihr ein Embossing-Folder. Für den Hintergrund. Der heißt Strukturputz. Ah, hier, guckt mal. Könnt ihr das erkennen? Richtig klasse. Wie dieses Papier, genau nach meinem Geschmack. Da haben wir auch dieses Papier drin, was da so strukturmäßig gespachtelt ist, sage ich jetzt mal. Und das könnt ihr jetzt prägeln. Also Wahnsinn. Sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Dazu gibt es dann das Stempelset Art Gallery. Richtig, also Aquarellblumen habe ich so das Gefühl.
Und da sind zwar auch englische Sprüche drauf, aber das versteht halt eben jeder. I miss you, happy birthday, good luck, congratulations, sorry, thank you, best wishes, you are lovely, I'm thinking of you. Also, das sind so Sachen, die versteht jeder, aber die Blumen fand ich so toll. Und das ist ein Klarsichtstempel, nun schaut euch das doch mal bitte an. Und die kann man bestimmt wieder doppelt machen. Ja. Ich war nicht bei der Onstage, deshalb weiß ich jetzt nicht. Aber ich vermute fast, dass man die wieder so übereinander setzen kann. Dazu gibt es natürlich auch diese Prägeform. Ja, hier haben wir die Blüten, die man ausstanzen kann. Hier haben wir die Blätter. Hier haben wir sogar Labels. Würde ich jetzt, ja, für die Sprüche. Hier habt ihr nochmal komplett Blumenstrauß. Oh Gott, was steht da jetzt drauf? Das kann ich mir ja nicht erkennen. Ja, und dann noch ein Spruch. Das müsste man mal ausdrucken oder einmal durchkurbeln. Just. Ich weiß es jetzt nicht. Ja, jedenfalls habt ihr diese Ausstandsmöglichkeit auch dann für die Blüten. Dazu haben wir noch ein Papier. Das heißt kunstvoll floral. Und das finde ich, also wer Blumen mag, der wird doch hier das wohl schön finden. Also ich finde das Hammer. Auf der Rückseite so ein bisschen krass. Hier habt ihr auch ein ganzes Blütenmeer. Der Rückseite habt ihr das so rot und das hatten wir gerade. Hier habt ihr das nochmal ein bisschen anders. So aquarellmäßig würde ich jetzt sagen, ist das, ne? Also, Gottes Willen, ich habe da nicht so. Hier habt ihr grün, also mit Bermuda-Grün, Bermuda-Blau ist das. Ja, hier habt ihr das nochmal. Hier haben wir so eine Art Mohnblumen. Würde ich jetzt mal sagen. Der Rückseite ist gelb. Das hatten wir schon. Und dann habt ihr das hier nochmal in Blau. Und auf der Rückseite auch so ein bisschen Bermuda und so gespachtelt. Genau. Da sind wir, glaube ich, schon durch. Ah ne, die Seite fehlt hier noch. Von vorne. Und Rückseite ganz zart auf Kirschblüte. Ja, das ist das Papier dazu. Und dann gibt es noch ein Papier dazu. Das heißt halt, ja, Designer Acetat Gartengold. Das sind diese Folien. Ich hole die mal jetzt hier raus. Wartet mal, könnte das sein, wenn man das. Nee, da passt noch nicht, das ist aber Papier. Wartet mal. Bestimmt kann man die hier irgendwo drüber legen. Das weiß ich jetzt aber nicht, muss man dann mal ausprobieren. Dann haben wir dieses. Ach, und auf der Rückseite ist es Silber, seht ihr? Hier, ach so, wartet mal, ich mache euch das mal anders. Nur hier habt ihr das in Silber und vorne habt ihr das, ah jetzt sieht man das erst. Und vorne könnt ihr das praktisch auf das eine Blatt, glaube ich, legen. Dann habt ihr so Akzente drauf. Dann habt ihr hier auch so Blütenmeer praktisch als Akzente. Ja.
Und auf der Rückseite habt ihr das dann wieder in Silber. Und davon gibt es dann noch eins, und zwar sind es dann so in Rauten oder Kästchen in Gold und Silber. Drei Bö gibt es davon. Das war da auch noch mit bei. So, dann hatte ich hier noch eine. Ja, irgendwie gibt es gar kein Ende und ich fand das voll gar nicht so viel. Ja, so ist das immer, ne? Wenn man dann auspackt. So, jetzt kommen wir zu dieser herrliche Hortensien-Serie. Produktreihe komplett. Ihr habt dann gleich diese Steinchen, diese Perlen in Silber, Brombeermus, würde ich sagen, und Kirschblüte. Ja, so Halbperlen. Dann habt ihr dazu ein tolles, Moment, in Amethyst habt ihr hier ein schickes Band. Dann ist es nicht Brombeermus, dann ist es Amethyst. Entschuldigung, Entschuldigung, nehme alles zurück. So, dazu haben wir dann hier diese Hortensien, diese Stempel. Und es sind Klarsichtstempel, zwei Stück. Einmal habt ihr das, wo ihr das hier alles abstempeln könnt. Und hier könnt ihr damit praktisch die Hortensie füllen. Oder hier eben eure Blätter. Zum Beispiel. Hier habt ihr auch den Stiel. Die könnt ihr dann eben auch füllen dann, ne? Und dazu sind auch schöne Sprüche bei. Die Welt ist schöner mit dir darin. Du bist meine Heldin. Du kannst einfach alles schaffen. Danke für all die kleinen und großen Dinge. Mit Liebe für dich. Du bist die Beste. Glückwunsch und vielen Dank. Also Hortensien, ich liebe sie. Wir haben, glaube ich, 5 Sträucher im Garten davon. Und einfach nur schön. Einfach nur schön. Hortensien sind sehr, sehr schön. Und ich finde pflegeleicht. Und dass es davon jetzt auch noch ein Stempelset gibt, auch herrlich. Ja, ich fahre im Moment völlig auf Blumen ab, ich weiß. Und so sind die Standsformen natürlich. Ich habe da auch sogar noch eine Bordüre. Hier habt ihr eure Blätter. Hier habt ihr auch wieder ein Label zum Ausstanzen der Wörter. Oder ja, hier habt ihr die tolle Hortensie. Die einzelnen Blüten. Also sehr schön. Und jetzt geht's weiter. Da gibt es ein Papier. Schaut euch das mal an. Seht ihr das? Das sieht aus wie Gefleckte. Quecksilber-Glasoptik, Hortensienpark. Also irre. Gibt es in drei Farben? Steht hier nicht drauf. Aber wir gucken uns das mal an. Guckt euch das mal an, das ist doch der Wahnsinn. Könnt ihr das überhaupt erkennen? Hier, schaut mal, da kann man so meine Hand drunter legen. Auf der Rückseite habt ihr Silber. Und vorne. Also, ich würde jetzt mal sagen, das ist Rokoko Rosa. Das ist Amethyst. Hier. Ja. Und noch eine Farbe, oder? Nee. Gut. Und auf der Rückseite ist immer Silber. Und vorne habt ihr aber gut zwei. Aber irre aus, oder? Sieht da irre aus. Irre. Jetzt ist meine Hand da drunter. Herrlich. Sehr, sehr schön. Auch die Farbe. Steht super. So, dann kommen wir mal zu dem Papier von dem Utensil. So. Schaut mal, riesengroße blaue Flieder, oh, Amethyst. Die Rückseite ist in grün. Ich habe keinen Platz. Moment, warte, so. Hier haben wir das auch sehr schön. Oh, auf der Rückseite gestreift, seht ihr das? Gestreift und so ein bisschen gemuschelt. Richtig schön. Hier gibt es mal ein paar kleinere Blüten.
der Rückseite habt ihr das so in Blau und Lila, Flieder, Amethyst, wie gesagt. Sehr, sehr schön. Oh, hier habt ihr auch so kleine Sträußchen, die man ausschneiden könnte. Einfach mal auf die Karte setzen als Akzent. Sehr, sehr schön. Auf der Rückseite habt ihr so Rauchblau, würde ich jetzt mal sagen. Also ein bisschen gemuschelt. Also so als Hintergrund. Hier habt ihr ein ganzes Blütenmeer von Hortensien. Auf der Rückseite ist es dann Amethyst. Und das ist doch mal der Knaller, oder? Da könnt ihr schön das halbieren und das als Deckblatt nehmen für ein Mini-Album oder so. Irre. Habt ihr auf beiden Seiten, da habt ihr hier praktisch diese. Irre. Das halbieren kann man gleich nehmen dafür. Auf der Rückseite habt ihr dann hier Rokoko Rosa. Sehr schönes Papier. Richtig schick. Also gefällt mir richtig gut. Das haben wir auch. Aber ich bin ja noch nicht fertig. Ich habe ja noch ein Set. Das kam mir voll gar nicht so viel vor. Seht ihr? So ist das. Jetzt kommen wir zu einem Mella-Set. Der beste. Ich finde das ja schon wieder so super wie die Krawatten, ne? Schönen Geburtstag, lieber Papa. Zum Vatertag. Alles Liebe. Vielen Dank. Du bist der Beste überhaupt. Für einen tollen Mann. Dann habt ihr hier auch eine Fliege, eine schmale und eine breite. Schöne Krawatte. Das ganze Set sind aus Gummistempeln. Ja. Dazu gibt es natürlich Standschablonen. Und jetzt, also was ich da gesehen habe, kann man eine ganze Jacke mit basteln. Also richtig eine Karte als Jacke. Jackettmäßig. Mit Krawatte und allem. Also richtig cool. Hier, schaut mal. Irre, oder? Da kann man noch richtig Krawatte, den Kragen mit draus. Also irre. Hier habt ihr die Schleife. Hier habt ihr auch die Krawatte wieder. Hier habt ihr das Köttel. Für einen langen Spruch, oder? Weiß ich jetzt nicht. Ja, hier habt ihr dafür eine Brusttasche zum Beispiel. Hier habt ihr Knöpfe. Also total süß, oder? Hier habt ihr den Kragen. Klar. Hier habt ihr den Hemdkragen. Sehr schön. Hier habt ihr den Ausschnitt für die Jacke. Genau. Super. Also, ich denke mal, da haben wir diesmal richtig tolles Set auch wieder für den Mann. Dazu gibt es natürlich auch tolles Papier. Also die Farben sind ja sowieso, finde ich ja schon wieder richtig toll mit dem Blau. Dann habt ihr hier Schwarz, habt ihr hier auch so blau kariert drin. Hier habt ihr so stoffmäßig, hier habt ihr wieder blau kariert. Hier habt ihr weiß kariert, wie normales Papier. Hier habt ihr ein bisschen Farbe mit Pünktchen drin. Was war die? Ah ja, das Karierte, genau. Hier habt ihr das so ein bisschen Anthrazit oder Schiefergrau. Ja gut, das ist für den Mann ein bisschen kräftig, aber gut. Ja, das finde ich auch wieder gut, so Nadelstreifenanzug. Da habt ihr blau-schwarz gestreift. Hier für ein Hemd, super, ja. Schick. Ihr habt das Schiefer, also Anthrazitgrau oder Schiefergrau ist das, glaube ich. Ihr habt da wieder Blau. Da. Will ich, warte mal. Ach so, hatte ich doch eben schon, ja. Die Rückseite in Grau. Und das ist das Papier wie maßgeschneidert. Designerpapier maßgeschneidert. Für den Mann. Dazu gibt es noch zwei Kordeln. Und zwar in Marineblau, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist, ach hier, ich komme nicht drauf, ich komme nicht drauf. Granit, oder? Könnte Granit sein.
Also schöne Farben dazu, passend. Sehr, sehr schön. So, jetzt habe ich noch die ganzen Celebration-Artikel. So, das sind die Celebration-Artikel-Rums. Also, ich glaube, wir fangen mal damit an. Also bei 60 Euro, glaube ich, kriegt ihr dieses Set auch. Also bei einem Wareneinkauf von 60 Euro. Ich weiß die Daten jetzt nicht ganz genau auswendig, wann welches Set, aber bei manchen schon. Aber das waren, glaube ich, bei 60 Set kriegt ihr dieses Bouquet. Könnt ihr euch dieses Stempel aussuchen, dieses Stempelset. Dann gibt es Grüße auf vier Pfoten. Der Esel, ist der nicht süß? Ja, die brauchte ich. Fand den total süß. Den, glaube ich, auch bei 60 Euro Wareneinkauf kriegt ihr den, glaube ich, auch. Dann war so gut wie perfekt Celebration, also sind alles Celebration-Produkte jetzt, ja, die ihr euch dann erwerben könnt, je nachdem, was ihr an Wert von Ware eingekauft habt, dementsprechend könnt ihr euch ja diese Sets raussuchen. Und da ist da so gut wie perfekt bei, ist ein Geburtstags, schön Geburtstag, Einmeldung, Geburtstage verlängern offenbar das Leben, Studien belegen, dass Menschen mit mehr Geburtstagen länger leben. Manches wird mit dem Alter immer besser, du bist schon so gut wie perfekt. Wieder ein Jahr älter, laut, du bist und bleibst umwerfend. Die schlechte Nachricht, ich habe dein Geburtstag vergessen. Die gute Nachricht, dein Alter auch. So gut wie perfekt mit Kerzchen und Luftballon könnt ihr euch dabei das Celebration auch raussuchen. Dann gibt es ein Set, was ich richtig schön finde, zusammen. Wir schaffen das zusammen. Ich kann deine Probleme nicht für dich lösen, aber ich stehe dir immer zur Seite. Tut mir so leid für dich. Bin so froh, dass ich dich habe. Ich wünschte, ich könnte dein Herz irgendwie heilen. Und vielen Dank. Also das fand ich auch sehr, sehr schön. Und dann gibt es noch Tintentraum. Da fand ich die Schmetterlinge ganz schön und diesen Kolibri. Und da kann man natürlich den Kolibri auch wieder füllen mit den Blättern. Also den Schmetterling kann man auch hier mitfüllen. Und dann hast du so kleine Sprüche mit bei wie beste Wünsche, liebes Dankeschön, hallo, ich schicke dir einen Gruß, alles wird gut für dich. Und das fand ich natürlich auch sehr schön. Also so, dann gibt es noch Celebration gibt es diese schöne Ombre Designer Papier 6x6. Ich glaube, dafür müsste 120 Warmwert haben. Ich weiß es nicht genau. 60 oder 120, ich will mich da nicht festlegen jetzt. So, auf der einen Seite habt ihr Bermuda Blau und auf der anderen Seite Brombeer und Rokoko Rosa. Das Grün müsste das Apfelgrün sein. Und da habt ihr so Bermuda oder diesen Farbverlauf. Also ich finde das Papier, den Hammer, da habt ihr so ein Bläschen, so Blubberblase oder so, ja. Total süß. Ihr habt da so einen Farbverlauf. Also die Farben wieder sehr, sehr schön. Bermuda Blau und Rokoko Rosa, schaut mal, das sieht doch immer aus. Ja, also ein sehr, sehr schönes Papier. Könnt ihr euch auch in der Celebration aussuchen. Dann könnt ihr euch dieses Set, Fruchtige Grüße. Da sind so diese Heidelbeeren und hier habt ihr die Brombeeren. Dazu die Blätter, dann könnt ihr das wieder füllen mit den Stempeln. Gibt es auch Klarsicht. Also,
Und dazu gibt es natürlich dieses Erdbeerpapier. Es gibt auch ein Erdbeerset im Mini-Katalog, aber das habe ich mir jetzt nicht geholt. Und dazu habt ihr dann dieses Papier. Das würde auch zu dem Set passen, zu dem Erdbeerset, was es im Mini-Katalog gibt. Oh, die große Erdbeere. Aber die kann man ja. Dazu gibt es, glaube ich, auch eine Stanze. Da könnte man diese auch damit ausstanzen. Hier habt ihr auch diese Heidelbeeren. Sind das Heidelbeeren? Ich glaube ja, ne? Oh, ihr habt da die Brombeeren dran. Lecker, lecker. Ja, man denkt immer nur ans Essen. Fürchterlich. Und hier die Erdbeeren. Ach, oh, schön. Ja. Ja, ihr habt dann auch mal die Brombeeren. Wie kriege ich die letzte Seite nicht? Hier, da habt ihr das nochmal in grün. Ja, auch ein sehr, sehr schönes Papier dazu. Passend. Dann gibt es noch in der Celebration zwei verschiedene Papiere. Oh, weia. Ja. Und dieses Papier finde ich auch richtig mega. Das heißt Designer Papier Papierblüten. So. Ich fange einfach mal so an. Ihr seht das, glaube ich, ganz gut, ne? Blüten über Blüten, Kreise, wieder Blüten. Auch so ein bisschen Rokoko, rosa gehalten, Rauchblau, Marineblau, Olivgrün, Lindgrün ist bei, würde ich jetzt sagen, so ein sehr schönes Papier. Also auch in der Celebration erhältlich. Dann gibt es noch ein Papier. Ich glaube, ich bin heute ganz schön lang mit dem Video. Das Papier habe ich mir auch ausgesucht. Aus der Celebration. Wir lassen mal einfach nur wirken, okay? Ich sage jetzt mal nichts dazu. Das war's. Ich finde es sehr schön, auch wenn es recht dunkel gehalten ist, aber ich finde es recht schön. Und jetzt kommt der Knaller. Ta-da-da-da. Die kleine Handtasche ist da. Yeah! Sie gibt es endlich, die kleine Handtasche zu der großen Handtasche. Ach, man soll es nicht glauben. Wahnsinn. Schaut mal. Zack, zack, zack. Und schon ist er auf dem Tisch fertig. Tada! Dazu gibt es dann diese Zubehör natürlich, die man ja dann benötigt. Und das sieht hier aus auf meinem Schreibtisch. Ihr habt da auch wieder eine kleine Erklärung, wie ihr das da legen sollt. Anleitung, Tipps und Ideen finden Sie unter Step Up. So, da habt ihr aber die Kleid. Na, sag's mal. Hier habt ihr natürlich, wie bei der großen, auch die Platte 2. Hier habt ihr Embossing zum Embossen. Da habt ihr aber auch erklärt, 1 und die 3 bloß und fertig. Und dann ist die 3 ist, und das ist die 4. Und die 4 ist, wo steht sie? 3D, genau. Das ist die für 3D-Prägeform und das ist die für die normalen Prägeform. Also für die dickere Lippe da die und die 1, wo ist die 1 hier? Also 1 und die 4, zack, durch und 1 und die 3 bei den dünneren.
Und dann habt ihr das. Und das natürlich benutzt ihr dann bei normalen Stanzschablonen. Zack und durch. Ach, es ist schön, die kleine Stanzmaschine ist da. Und dann klappt ihr die hier wieder zu. Zack, zack. Und dann könnt ihr wieder sie wegstellen. Und die muss nicht mehr weg vom Schreibtisch. Richtig schön, oder? Ja, endlich ist sie da. Ich freue mich. Da muss ich nicht immer zur Große. Dann kann man auch die Kleine schön auf dem Tisch stehen lassen. Die nimmt dann nun wirklich nicht viel Platz weg. Da ja, richtig schön. Ach ja, ich hab noch was. Seht ihr? Ach Mensch. Hier diese Blending-Pinsel gibt es auch jetzt bei Stempel 8. Die hätte ich doch schon wieder vergessen. Wir hatten ja vorher mal diese kleinen. Guck mal, da sind die hier ganz weich. Ach, die sind ja weich. Ach Gott. Ist ja wie Watte. Ganz, ganz zart. Wartet mal so. Ganz, ganz zart sind die. Wirklich wie Samt. Oh, sind die schön. Oh, richtig toll. Richtig toll, richtig samtig weich sind die. Oh, da kann man ja bestimmt. Oh, super. Das Schön war's über. jetzt von mir, ihr Lieben. Das war so meine Vororder für den Mini-Katalog Januar bis Juni 2021. Ich werde jetzt hier mal wirklich alles gleich richtig wegpacken in die Sichthöhlen, die Stanzform auf die Magnetplatten rauf und in die Stempelsets einsortieren, damit ich dann ab morgen oder übermorgen gleich loslegen kann und vielleicht schon Videos drehen kann. Und basteln kann natürlich logischerweise. Ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr noch nach Weihnachten, ob ihr da schon ein paar Videos sehen möchtet mit den neuen Produkten oder lieber erst ab Januar. Könntet ihr mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr möchtet, ob ihr so neugierig seid, wie es aussieht oder habt ihr schon überall gesehen. Aber könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren Ich schreiben. hoffe, euch hat mein Video gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Vergesst das Glöckchen nicht zu drücken, wie gesagt. Und wer noch keinen Katalog hat, der meldet sich einfach bei mir. Darüber würde ich mich sehr freuen. Der kriegt den dann kostenlos zugeschickt. Und jetzt bleibt ihr bitte alle schön gesund. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und schönen Dank fürs Zuschauen. Und bleibt alle gesund. Bis dahin, eure Marion. Tschüss.